Die Ära war ein Schrein-Gedenkstätte in Bangkok. Ich kann euch versichern, dieser Besuch lohnt sich. Ihr seht hier heute mal ein paar fotografische Aufnahmen von der Umgebung, von der Gedenkstätte. Hochinteressant das Ganze. Das Erawan-Schreindenkmal liegt in der Nähe vom Erawan-Hotel, mitten in der City in Bangkok. Von da aus habt ihr natürlich auch alle Verkehrsmöglichkeiten und Shoppingmöglichkeiten, je nachdem, was das Herz begehrt. Bangkok an sich lohnt sich. Es ist keine Aufgabe für ein paar Minuten, irgendwelche Gedenkstätten und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. In Bangkok braucht ihr richtig viel Zeit. Diese Metropole zu erforschen, ist eine lohnenswerte Aufgabe. Und ich würde sagen, jede Gedenkstätte, jeder Tempel, den ihr dort bewundern könnt, ist wirklich ein lohnenswertes Reiseziel. Hier auf dieser Gedenkstätte seht ihr aktuell ein paar Fotos von dem Treiben der Menschen, die eben dort die Gedenkstätte besuchen. Es werden Räucherstäbchen erworben, angezündet, es werden Blumen und Kränze hinterlegt. Dort ist jemand, der ständig aufräumt und die Reste beseitigt, so dass immer wieder Neues dazukommt. Ihr könnt da kleine Souvenirs noch erwerben. Interessant auch die Tänzerin und Sängerin und die Musiker, die dort täglich eben für eine gewisse hinduistische Stimmung sorgen, entsprechend den Gegebenheiten der Gläubiger. Ihr könnt dort beobachten, wie Gläubiger eben auch beten und ein paar Minuten innehalten. Interessant insgesamt das Verhalten der Leute, die eben dort wirklich interessiert an dieser Gedenkstätte alles bewundern und sich dementsprechend auch mal dort nicht nur 5 Minuten aufhalten, sondern ein bisschen länger, so wie ich es auch getan habe. Es lohnt sich, dieser Besuch, kann ich euch versichern. Von dort aus eben auch andere Gedenkstätten zu besuchen, wäre auf jeden Fall mal eine Tagesaufgabe. Wenn ihr 2 oder 3 Stück schafft am Tag, dann ist das schon viel. Das hat mit den Verkehrsmöglichkeiten und den Bedingungen in Bangkok zu tun. Ihr seht hier jetzt gerade mal die Tänzerin und Sängerin, die eben dort tätig sind. Sehr nett anzusehen, sehr nett zu beobachten das Ganze. Wunderschön. Die sind wirklich beschäftigt mit dem Ganzen. Also ich kann natürlich kein Thailändisch und kann es natürlich nicht übersetzen. Aber klar ist natürlich, dass das alles mit dem Hinduismus, mit dem Glauben zu tun hat. Wer Näheres erfahren will, da findet ihr sicherlich im Netz einige Beispiele und etliche Beschreibungen zu dem Thema. Dort an dieser Gedenkstätte war ich mit jemandem Einheimischen. Das ist gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt. Das hat schon alleine mit den Verkehrsmöglichkeiten und Fahrbedingungen in Bangkok zu tun, dass man eben von A nach B auch relativ zügig und sicher hinkommen kann. Hat euch der Eindruck ein wenig gefallen von dieser Gedenkstätte, von diesem Video? Hinterlasst ein Like. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Abos und wünsche euch bei eurer Reise durch Bangkok viel, viel Spaß.